erfolgreich Minecraft durchzuspielen, brauche ich Enderaugen und... eigentlich nichts weiter. Das bedeutet, ich kann Minecraft mit so einem Inventar durchspielen. Also, hoffentlich. Wenn ihr wissen wollt, ob ich das Ganze schaffen kann, bleibt bis zum Schluss dran, lasst einen Like da, abonniert diesen Kanal, ist ein einziger Klick und würde mich riesig unterstützen. Und ganz viel Spaß mit dieser Challenge. Start einer Challenge, bei der ich mir nicht so 100% sicher bin, ob das alles so gut gehen wird. Aktuell sieht doch alles normal aus, spätestens aber, wenn ich das hier einmal aufmache, merkt ihr, oh, das sieht anders aus. Wir werden nämlich heute versuchen, Minecraft durchzuspielen, tatsächlich nur mit einem einzigen Inventarslot plus meiner Offhand. Kann unfassbar stressig werden, super anstrengend und sehr viele Stunden an Zeit kosten und auch ein paar Nerven. Ich bin aber heute dafür da, um das auf jeden Fall zu schaffen, denn wir haben das damals vor vielen, vielen Jahren bereits probiert und ich wurde darauf angesprochen, ob ich denke, dass das Ganze möglich ist. Also vor ein paar Tagen im Stream. Und ich habe gesagt, naja, klar, ich habe das doch schon mal geschafft. Und dann habe ich erstmal recherchiert. Wir haben das damals vor vielen Jahren nie zu Ende gebracht. Deswegen werden wir das Ganze jetzt angehen in einer noch etwas extremeren Variante, denn damals habe ich das immer mit einem Partner gespielt und heute bin ich halt, ich bin wirklich allein. Hier ist keine andere Person und ich werde keine Kisten benutzen. Das bedeutet, es wird noch einmal ein bisschen schwieriger, Sachen zwischenzulagern und, naja, mit einer Offhand und einem Inventarslot wird es ein bisschen schwierig. Enderaugen, Essen, eine Waffe, irgendwie noch Blöcke, eine Spitzhacke. Also irgendwie müssen wir uns da was einfallen lassen. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst unbedingt einen Like da. Abonniert diesen Kanal, ist ein einziger Klick und würde mich riesig unterstützen. Und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr so für Taktiken im Kopf habt, denn ich habe mir schon ein paar clevere Sachen überlegt, bei denen ich aktuell noch denke, dass sie clever sind. Und hoffentlich werde ich das immer noch in ein paar Stunden denken, dass das clever ist. Natürlich, es ist jetzt kein Problem, mehrere Sachen so mitzunehmen. Wenn ich aber jetzt probiere, noch einen zweiten Slot hinzuzufügen, dann, naja, mein Inventar sagt nein. Wenn ich aber natürlich meine Offhand benutze, dann funktioniert das Ganze sehr, sehr nice, sehr, sehr stark. Aber ein Stick und einen Sandblock, dabei soll es auf jeden Fall nicht bleiben. Ich würde generell sagen, unser Spawn ist erstmal gewöhnungsbedürftig. Wir könnten vielleicht erstmal eine kleine, süße Erkundungstour in einem Mineshaft machen. Und ich sage euch ehrlich, ich habe mit euch Sachen vor in dieser Challenge, die wirklich sehr lange dauern könnten. Ich glaube, wir werden generell heute sehr, sehr anders spielen. Also, ja, natürlich. Ich habe halt nicht so viel Platz im Inventar und da kann mir nicht so viele Sachen immer wieder mitnehmen, die man normalerweise gerne so mit am Start hätte. Und selbst simple Sachen wie Craften wird halt ein bisschen komplizierter, aber nicht unmöglich. Und alles, was nicht unmöglich ist in Minecraft, ist schon eine sehr, sehr gute Sache. Ich darf keine Kisten benutzen, um mir Stuff irgendwie zwischenzulagern, aber natürlich könnte ich ja zum Beispiel diesen Stick jetzt dorthin werfen und dann irgendwann später dorthin kommen und ihn wieder einsammeln. Das Ding wird nur sein, er wird halt irgendwann nach 5 Minuten despawnen, was wiederum nicht so gut ist. Und, nun ja. Zusätzlich dürfen wir, by the way, auch keine Armor-Slots benutzen. Weil, wenn wir schon darüber reden, ich habe nur einen Slot plus meine Offhand, ja, dann kann man halt schon sagen, Rüstungsslots zählen auch noch irgendwie dazu. Also ist es auch nochmal zeitgleich eine No-Armor-Challenge. Eine Taktik, die ich mir beispielsweise überlegt habe, die ich sehr, sehr clever finde, ist gar nicht mal, so wie wir das sonst machen, viele Enderperlen, direkt unsere 7-8 Blaze-Rods sammeln und dann mit vielen Enderaugen zum Stronghold gehen. So werden wir das nicht machen. Wir werden uns heute wahrscheinlich eher nur so 2 Blaze-Rods holen und dann so 3-4 Enderperlen, direkt Enderaugen machen und so früh wie möglich direkt den Stronghold locaten und uns mehr oder weniger dort eine kleine Zwischenbasis machen, um immer wieder nach und nach einzelne Enderaugen zu holen. Ich glaube, dass das eine gute Taktik ist, die ich noch nicht bereuen werde. Kann auch sein, dass ich das komplett am Ende anders machen werde. Genauso habe ich, glaube ich, den unfassbar krassen Plan. Ich habe mir nämlich Gedanken dazu gemacht. Ist das clever, mit einem guten Schwert oder mit einer Axt zu arbeiten als Waffe? Oder gehe ich auf einen Bogen oder gehe ich auf einen Crossbow? Dann brauche ich aber wiederum Pfeile. Dann sind ja 2 Slots schon direkt verbraucht. Es gibt ein Item, das viel zu wenig genutzt wird und gerade in solchen Challenges nie Aufmerksamkeit bekommt. Und zwar eine Waffe, die sowohl Nahkampf
wie auch Fernkampfwaffe ist, ohne dabei viele Inventarslots zu killen mit einer bestimmten Verzauberung. Die Rede ist von einem Trident mit Loyalty 3 im besten Fall. Ich rede aktuell von einem Trident und hab, naja, also das Einzige, was ich momentan habe, ist Hunger und ein halbes Herz Schaden. Bin mal gespannt. Ihr könnt auf jeden Fall froh sein, ihr seid auf YouTube und könnt das Ganze zusammengeschnitten dann sehen, wie ich mehrere Stunden versuche, vielleicht einen Trident zu bekommen, ohne dabei überhaupt richtig Equipment zu haben. Aber das sind die Grind-Sachen, die Grind-Challenges, die ich liebe. Mal sehen, ob das etwas wird. Aber das wäre schon sehr, sehr, sehr stylisch, wenn wir das hinbekommen können. Auch ein unfassbar nicer Spawn, dass wir jetzt hier direkt am Anfang out of Sprint gehen, kein Essen haben, keine Bäume, kein Dorf, nichts mehr oder weniger haben. Also Holz ist eine Lüge, wir haben hier Holz. Wenn wir so ein paar Planks jetzt abbauen. Ich sag euch ehrlich, das ist jetzt... Oh, ja, okay, ja. Hey, hallo, wir gehen. Wir gehen und verlassen den Laden hier. Unser allererstes Essen, Goldapfel. Gut, besser als kein Essen. Hallo Cave Spider, ich würde ganz gerne hier lebendig noch rauskommen. Deswegen danke, dass du mich in Ruhe lässt. Das Dorf sieht doch erstmal nach einer stabilen ersten Übernachtungsmöglichkeit aus. Wir haben eine Schmiede, wir haben eine Menge Heuballen und ich glaube so ein Stack Brote, den kann ich mir dann auch erstmal direkt mitnehmen. Ehrlich gesagt sieht das hier auch nach einem stabilen Spot erstmal aus, wo wir uns direkt vielleicht einen Trident holen könnten. Kollege, lassen Sie mich auf jeden Fall erstmal in Ruhe. Wir haben in unserer... Schmiede. Ja, das sieht doch erstmal interessant aus, auch mit dem Obsidian. Oh, direkt meine Lieblingskatze. Haben wir Vollmond? Wir haben Vollmond. Oh, das ist meine Lieblingskatze. Für Leute, die es nicht wussten, die komplett schwarze Katze kann nur bei Mitternacht oder eben in Sümpfen bei der Sumpfhütte spawnen. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Brote ab. Hallo, was geht mit euch ab, Alter? Also, Essensprobleme sollten wir in nächster Zeit erstmal nicht haben, denn Basti ist equipped mit den 64 Broten. Nächste Mission. Boah, das wäre schon echt nice. Hier sind so viele Drowns. In einem River-Biom spawnen unfassbar viele. Ich glaube, da machen wir was. Basti kümmert sich aber vorher nochmal ganz kurz um eine Waffe. In dem Fall ein Eisenschwert. Ja, Eisengolems zittern, wenn sie das hören. Und dann können wir mit dem großen Grind beginnen. Ich freue mich so sehr auf diese Challenge. Ich hoffe, ihr findet das genauso nice und ich hoffe, dass sich das am Ende lohnen wird, so viele Stunden hier in das Video zu investieren. Wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Boah, so ein Goldschwert mit Looting 3. So, wir haben leider in der Kiste, ja. Wir können uns auf jeden Fall die Axt gönnen und dann kümmern wir uns jetzt mal um eine stabile Waffe. Ich muss die hier richtig wühlen. Denn was wir uns jetzt gönnen werden, ist ein Eisenschwert. Wir holen uns Eisen vom Golem, holen uns Holz hier aus dem Wald und dann geht es auf die große, große Jagd nach unseren Drowns. Im besten Fall Drowns mit Tridents. Nehmen wir uns hier mal ein bisschen was mit. So, die Axt hat erstmal ausgedient. Wir nehmen uns das ganze Holz hier einmal mit. So viel Holz brauchen wir auch an sich gar nicht. Schaden kann es aber trotzdem nicht. Mal einfach direkt einen Stack mitzunehmen. Eisengolem, ist jetzt halt nichts Persönliches zwischen uns beiden. Ich brauche jetzt ganz schön schnell dein Eisen. Deswegen können wir die Nummer bitte schnell durchziehen, dass wir schnell gleich uns um die Drowns kümmern können. Dankeschön, mein Bester. Wir brauchen, ehrlich gesagt, gar nicht so viel Holz, aber wir machen uns mal ein paar Planks. Nehmen wir uns mal einen Stack raus und machen uns mal ein paar Crafting Tables. Kann ja auch für später ganz praktisch sein. Ein paar Sticks. Einmal nach vorne werfen, Rose weg und dann... Ich glaube, ihr versteht so langsam, wie das Ganze auch funktioniert mit dem Craften. Ich habe zwar nur wenig Slots, aber die Slots kann man trotzdem ganz praktisch benutzen. Was wir jetzt machen werden, ist jetzt immer wieder Drowns hier in einem River-Biom, dort, wo sie eben am stärksten auch immer wieder spawnen, einzeln immer wieder schlagen, weil Drowns haben die Fähigkeit, wenn sie eben Schaden bekommen, Verstärkung zu rufen. Und falls ihr euch fragt, warum ich überhaupt einen Trident haben möchte, simple Erklärung, ein Trident ist eine perfekte Nahkampfwaffe, macht so viel Damage, ungefähr wie ein Dierschwert, ist halt zusätzlich auch nochmal eine Fernkampfwaffe. Wenn wir eben noch ein stabiles Verzauberung draufpacken. Hat auch mit ein bisschen was Glückmäßigem zu tun, aber keine Sorge, ihr kriegt hier die Schnellzusammenfassung auf YouTube. Ich muss jetzt hier ein bisschen verkrampft an die Sache rangehen. Noch hat hier keiner einen Trident, aber es werden stabil immer mehr. Das heißt, einer von denen dort hinten muss auf jeden Fall die Fähigkeit haben. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. Oh, guckt euch mal den Kollegen an. Alright, Maestro. Du bist meine Nummer 1. Ich muss aber auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Der wird mir schon ordentlich Schaden machen ohne Rüstung. Deswegen muss ich jetzt auch erstmal überlegen, wie ich das am schlauesten mache. Ihn jetzt hier so ein bisschen an Land locken ist auch gar nicht so eine verkehrte Idee. Hier meine kleine Schutzvorrichtung plus eben das Essen ist halt super gut.
Und da haben wir ihn down. Aber leider ohne Drop. Egal, wir machen weiter. Bro, die sind schnell an Land. Die sind viel, viel schneller an Land als normaler Zombie. Let's go! Oh mein Gott, der zweite! Niemals! Oh mein Gott, ist der abge... Ist der abgenutzt. Ein Achter. Das ist der zweite Drown mit einem Trident. Ach, Durability. Oh mein Gott, das Ding, das muss auf jeden Fall schnell Mending bekommen. Und das wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen komplizierter, denn... ja. Wir werden uns tatsächlich jetzt Bücher traden. Das bedeutet, wir brauchen Emeralds. Wir brauchen einen Lectern. Ja, wir brauchen einiges erstmal. Eine Menge Eisen... Bücher. Mal sehen, wie wir das hinbekommen werden. Also, worum wir uns jetzt erstmal kümmern werden, ist Zuckerrohr. Für Papier der Bücher haben wir direkt hier an der Base. Das ist schon mal gut. Wir kümmern uns jetzt um Leder. Wir holen uns Leder ran. Oh, das ist richtig gut. Der Stuff liegt noch hier. Heißt also, der Chunk wurde nicht geladen. Bedeutet, wir können eigentlich auch teilweise Sachen einfach liegen lassen. Sehr, sehr, sehr gut zu wissen. Okay, da hinten sind Kühe. Dann heißt das für uns, wir müssen unser Brot jetzt erstmal wegwerfen. Ich darf nämlich auf gar keinen Fall den Trident jetzt auch aus Versehen werfen. Die Durability ist heilig. Der darf jetzt wirklich nicht benutzt werden. Das wird jetzt ein voll großer Krampf. Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Hier einmal zwei. Hier vier. 5, das passt. Wir machen uns ein Lectern, das sind 3 Bücherregale und 2 Bücher für die 2 Bücher, die wir brauchen. Wir benutzen ein Lectern für 2 Bücher, denn den ersten Villager, den werden wir dann einfach töten. Ist jetzt ein harter Grind. Wir werfen jetzt zum Beispiel das Leder hier hin, schnappen uns Zuckerrohr, da wir dafür ja natürlich noch ein bisschen Zeit haben. Das Leder bleibt, solange der Chunk geladen ist, ja halt 5 Minuten da. Können wir auch kurz den Trident wegwerfen, auch wenn es mir ganz doll wehtut. Dann machen wir uns Papier... Und eben auch die Bücher. Dann machen wir uns Lectern hier schon mal platzieren. Die 2 Bücher machen wir auch ready. Und dann heißt es jetzt eigentlich, nächster Auftrag, einen Fletching Table organisieren. Denn wir werden für unsere Emeralds, die wir halt eben brauchen, werden wir einen Fletcher nutzen. Dafür entladen wir aber auf jeden Fall jetzt den Chunk und laufen wieder zurück zu unserem Brot. Dort können wir wieder essen. Dann gehen wir wieder zurück mit 2 Flint, beziehungsweise mit dem Fletching Table zum Dorf. Dann ist da sozusagen der Villager und alles geht immer weiter seinen Weg. Ja, ihr merkt, ich habe mir auf jeden Fall etwas sehr, sehr Großes vorgenommen. Wird aber am Ende umso besser sich anfühlen, wenn du nach super vielen Stunden, nach super viel Arbeit das große Ganze dann endlich geschafft hast. Aber man muss halt auf jeden Fall mit Köpfchen an diese Challenge rangehen und das liebe ich ja so sehr. Und jetzt heißt es erstmal 2 Flint. Aber ihr seht, hier liegt auch noch das gesamte Rindfleisch von den Kühen. Das bedeutet, wenn wir im Dorf sind, wird dieser Bereich nicht geladen. Wenn wir hier sind, wird das Dorf auch nicht geladen. Was sehr, sehr, sehr gut ist. Was sehr, sehr praktisch ist für die Challenge. So, was wir auch immer wieder machen können, ist ja auch immer wieder neu durchrotieren. Dann sind die Sachen halt wieder frische 5 Minuten auf jeden Fall mit am Start. Und das machen wir einmal so. Dann Crafting Table. Und dann ist der Fletching Table auch am Start. Den bringen wir jetzt rüber ins Dorf. Bücher sind auch noch da. Sehr, sehr gut. Ja, das bedeutet für uns als nächste Aktion, wir kümmern uns jetzt um Emeralds. Holen wir uns jetzt einfach mal einen Stack Logs. Ja, wir machen das mit der Hand. Und dann sehen wir weiter. Ich gehe mal jetzt extra weg von der Savanne, so dass wir mittlerweile einen 3 Punkte, dass wir 3 Punkte als Schwerpunkte haben. Dorf, Savanne mit Essen und jetzt noch der Dschungel, wo wir Holz farmen. So balanciert sich das Ganze ganz gut aus. Und vielleicht haben wir... Ne, mittlerweile ist hier alles despawned. Rein theoretisch könnten wir uns die Blöcke ja auch zwischenspeichern, indem wir sie halt jetzt einfach auch im Dorf aufstellen, ne? Also ein Stack Jungle Lock haben wir jetzt zusammen. Damit gehen wir zurück zum Dorf, traden. Das sind jetzt erstmal 16 Emeralds, die wir bekommen werden. Wird noch nicht ganz reichen. Ich denke mal, einen zweiten Stack werden wir nochmal holen müssen. So, da vorne haben wir auch schon unseren Fletcher. Der Kollege hatte bitte gleich mal direkt den richtigen Trade, und zwar einen Stick Trade. File Trade ist eigentlich irrelevant für uns. Jop, das passt. Was hast denn du direkt? Respiration. Gar nicht mal so verkehrt. So, das kann erstmal weg. Dann machen wir alles mal auf in einem Haufen zu Sticks. Hey. Das dann jetzt immer wieder hier nochmal stapeln. Alter, das ist so ein Grind. Aber das ist genau das, was ich liebe. So, 16 Emeralds. Wie gesagt, wir rotieren hier einmal alles durch und entladen auf jeden Fall wieder direkt den Chunk, holen das nächste Holz, gehen jetzt erstmal zu unserem Brot. Ein Bett nehme ich mir auch nochmal mit, damit wir beim Brot auch gleich mal pennen können. Es läuft momentan sehr, sehr gut nach Plan. Das gefällt mir. Brot liegt noch da. Traumhaft. Wir essen uns einen natürlich einmal voll. Werfen das hier hin und hauen wieder ab. Easy going. Wir machen uns natürlich jetzt mal eine Axt. Das ist natürlich schon schlauer. Damit geht alles schneller. So, wenn die Axt kaputt geht, dann weiß ich auch, dass wir einen Stack zusammen haben, weil die Holzaxt 59 Durability hat. Trotzdem schon mal immer wieder alles, damit wir wieder frische 5 Minuten haben. Hallo? Kannst du mal in Challenges wirklich auch vorbeikommen, wenn ich dich mal brauche? Und nicht random, wenn ich, also Holzfarme auftauchen?
26 Emeralds. Gefällt mir. Wir müssen jetzt immer wieder aufpassen, weil was wir jetzt machen werden, wir haben jetzt einen halben Stack Emeralds, damit kann man schon ein bisschen was machen. Wir werden uns jetzt darum kümmern, den Kollegen immer wieder zu resetten, um zu hoffen, dass wir das richtige Buch bekommen. Das wird jetzt richtig anstrengend, weil ich habe jetzt keine Axt. Muss jetzt immer mit der Hand abbauen. Kann unfassbar lange dauern. Und ich darf nicht nebenbei vergessen, dass die Teile hinter mir despawnen können. Was soll ich euch sagen? Aktuell Mending wie auch Loyalty wäre beides gewünscht. So, jetzt haben wir das traumhafte Setup zum Resetten. Letztens habe ich noch Piercing gebraucht. Mending. Na ja, klar, okay, see. Was ist denn los? 22 Emeralds. Nehme ich direkt mal mit. Damit haben wir die 1. Damit haben wir direkt eine Sache, die wir brauchen. Nur das Problem ist, tut mir leid. Aber mit diesem Lecturn werden wir nochmal einen anderen Villager auch versuchen ranzuholen. Wir müssen uns jetzt aber schnellstmöglich jetzt auch von hier entfernen, damit die Chunks entladen werden. Und worum wir uns jetzt kümmern werden, ist, dreimal könnt ihr raten, 31 Eisen. Das wird auf jeden Fall ein bisschen krampfig, aber kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir werden uns dafür auf die Reise machen nach Shipwrecks, Eisengolems und uns dort immer wieder was mitnehmen. Eigentlich würde ich auch sagen, ich muss den Trident auch da lassen. Boah, es tut mir aber so weh, diesen Trident zurückzulassen. Aber wir müssen es tun. Okay, ganz wichtiger Stuff bei minus 900 und 100. Schnell weg! Und ja, das kann jetzt eine Weile dauern. So, einen stabilen Dreier-Drop. Ja, dieses Eisen müssen wir auf 31 bringen. Das brauchen wir für einen Anvil. Damit können wir dann erstmal unseren Trident reparieren. Beziehungsweise Mending geben und dann Level und dann, ihr wisst, wie das läuft. Und hier haben wir, Mann, okay, ja, ich sag, es ist halt auch wieder, ich sag nichts dazu. Dann suchen wir mal weiter nach dem nächsten Dorf. Okay, wir haben ein ganz großes Glück, dass wir hier so viele Dörfer finden. Und, oho, Minecraft. Wir haben schon mehr als ein Drittel, sehr, sehr gut, sehr, sehr stabil. Wir gehen weiter auf die Suche, weiter auf die Jagd. Ja, die Pyramide können wir auch abchecken, da gibt's auf jeden Fall auch Eisen und eventuell ja gleich das Buch, was wir schon direkt brauchen. Gunpowder, Eisen, sehr gut. Leider kein Buch direkt, aber dafür sind wir direkt auf 18. 18 Eisen. So, wir haben einen 5er Drop. 23 Eisen, es geht voran. Okay, perfekt, da vorne haben wir noch ein Dorf, da haben wir sogar einen Ozean. Und ich glaube, über den Ozean, spätestens bei Shipwrecks, werden wir auf jeden Fall auf unser Eisen kommen. Es muss jetzt mal ein 4er Drop sein. So. Nö. 26 Eisen. Sehr gut. Und ich denke mal, ja, das Dorf wird sicherer sein. Dann holen wir uns dort den letzten Drop ab. Und wir haben einen Dreier-Drop. Ist okay. Wir hatten nicht einen einzigen Vierer. Und hier haben wir unser letztes Eisen. Und sogar noch mal ein bisschen mehr Eisen. Let's go. Gut, mit dem Eisen nach 2 Stunden können wir uns auf jeden Fall in Richtung unseres Anfangsdorfes wieder begeben. Und dort geht es dann um unseren Trident. Beziehungsweise brauchen wir noch Loyalty. Okay, wir sind wieder zurück in unserem alten Dorf. Da liegen auch unsere Sachen sehr gut. Wirklich, also wirklich sehr, sehr, sehr gut. Die sind nicht despawned. Unser Plan ist aufgegangen. Und wir können eine unfassbar wichtige Sache jetzt machen. Wir machen uns einen Juhu, ja. Das ist so nice. Und auf diesen Amboss packen wir uns direkt. Wir packen uns sofort Mending auf den Trident. Kostet 2 Level. Und damit können wir den Kollegen jetzt auch direkt mal reparieren. Gefällt mir. Und als nächstes werden wir uns einmal schlafen. Also jetzt werden wir uns einmal schlafen legen. Wobei, wir töten mal ganz kurz ein paar Monster, dass wir... Wobei, wir haben nicht so viel Zeit, weil gleich die Sachen wieder despawnen. Und der Trident füllt sich auf. Ich hoffe zu sehen, sorry. Sehr gut, okay, jetzt können wir ihn auch langsam schon als Waffe benutzen. Geil. Wie gesagt, das ist eine unfassbar starke Waffe für den Nahkampf wie auch Fernkampf. Also 9 Attack Damage. Das ist sogar stärker als ein Dia-Schwert. Deswegen, der Kollege sollte nicht sogar Two-Hit sein. Also, ihr versteht, was ich meine. Das ist schon richtig, richtig gut. Und es gibt für später nochmal einen sehr, sehr guten Trick. Für den brauchen wir aber, wie gesagt, Loyalty. Nice, ich freue mich voll. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nach 2 Stunden so weit in der Challenge schon, also wirklich sind. Das ist schon sehr, sehr gut.
War das alles? Also ich hatte ja nur vorher 10, ne? Wir werden jetzt ein weiteres Mal resetten. Also wieder ein Librarian resetten. Den Anvil haben wir noch hier am Start. Das ist top. Wir haben einfach einen Librarian hier. Oh mein Gott. Ich hätte mir das vorhin einfach sparen können. Es sind sogar Bücherregale. So, wir haben jetzt einen neuen Villager. Bei dem werden wir uns jetzt darum kümmern, logischerweise Loyalty ranzubekommen. Und wenn ihr immer noch nicht wisst, was ich damit vorhabe, ihr werdet gleich verstehen. Das wird sehr, sehr nice. Wenn ich Unbreaking 3 bekomme, vielleicht hole ich mir das auch. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich glaube, dass das unnötig ist. Oh, okay, ja, das machen wir. Loyalty 2, das ist die Verzauberung, die wir wollen. Und ich glaube, ich hole mir das ehrlich gesagt dann zweimal. Und zwar, Moment. So machen wir das. Sehr, sehr, sehr nice. Oh mein Gott, ich freue mich richtig. Denn, Leute, 3 Level, Mending, Loyalty 2. Und das allerbeste an der Sache ist, ihr sagt jetzt, okay, ja, krass, was ist jetzt das Ding? Ich kann diesen Trident jetzt auch für den Nahkampf, wie auch für den Fernkampf nutzen. Und er kommt zurück. Ganz cool. Heißt, es ist mehr oder weniger wie ein Bogen mit Infinity. Ich kann damit ohne Probleme alles eben kaputt machen, auch im End. Aber es wird noch besser. Ich schmeiß den mal weg. Nimm in der Zwischenzeit was anderes. Da mein Inventar aber jetzt voll ist, kann ich ihn nicht einsammeln. Er wird mich aber begleiten. Dadurch spare ich mir mehr oder weniger einen Inventarslot für meinen Trident. Und wenn ich ihn jetzt mal kurz brauche, naja, dann werfe ich was weg, habe ihn eingesammelt und kann weitermachen. Das ist halt eine geniale Angelegenheit. Und so macht mir das ganz viel Spaß. Und genau deswegen wollte ich den halt unbedingt haben. Und den haben wir jetzt nach 2,5 Stunden rangeholt. Easy going. Und übrigens für Leute, die nicht wussten, Loyalty 2, beziehungsweise die Stufen bei Loyalty, verändern nur die Schnelligkeit, wie er eben zurückkommt. Also auf Loyalty 3 wird er, glaube ich, noch schneller. Und ehrlich gesagt, naja, ich sehe das jetzt nicht als so sinnvoll an, den jetzt halt noch schneller werden zu lassen. Also wozu? Deswegen würde ich eigentlich sagen, wir lassen das so, lassen ihn auf Loyalty 2 und müssen uns jetzt halt Gedanken machen über einerseits durchspielen. Also wir müssen halt irgendwie an Blazestraws und Enderperlen kommen. Das bedeutet erstmal für uns, dass wir uns einen Wassereimer schnappen. Mit diesem können wir uns auf jeden Fall ein Portal machen. Boah, das sieht so cool aus mit meinem Trident. Und wir nehmen nochmal ein bisschen Essen mit. Ein bisschen mehr Essen. Und dann gehen wir erstmal auf Expedition und suchen uns einen doch schon hoffentlich sehr naheliegenden Lavasee. Mal gucken, ob wir erfolgreich sind. Wir können sogar jetzt für Notfall MLGs machen. Also, viel mehr brauche ich auch nicht. Boah, weiß ich, ob da was kommt. Wir hatten im Dschungel, wo wir Holz gefarmt haben, auch nochmal einen Lavasee. Ich glaube, das ist am angenehmsten. Dann bereiten wir uns dort einfach mal das Portal vor und werden uns mal in Richtung Nether begeben. Aber wie ich schon bereits am Anfang gesagt habe, ich werde jetzt nicht direkt 12 Enderperlen, 6 Blaze Shots ranholen und dann mit 12 Enderaugen loslaufen. Wobei, vielleicht schon. Weil eigentlich ist mein Plan, erstmal den Stronghold locaten und dann im Stronghold nochmal ein neues Portal machen. Und von diesem Portal aus dann eine Festung und vielleicht einen Warp Forest suchen. Und dann mühselig die Sachen rauszusuchen, die wir so brauchen. Und hier ist er, der Übeltäter, unser Lavasee. Würde einfach mal sagen, wir haben ja an sich die Möglichkeiten, den jetzt einfach mal entspannt zu gießen. Deswegen machen wir es einfach so. Oh, ich bin echt gespannt, was der Nether so hergeben wird. Und das Portal steht. Wunderbar. Sehr, sehr gut. Portal steht. Wir brauchen jetzt dann nur... Ein bisschen anstrengend, aber wir gehen jetzt mal zurück, holen das eine Eisen, was dort liegt und machen uns ein Feuerzeug. Oder hatten wir in dem Rune Portal, hatten wir da eventuell Fire Charges? Wir haben nämlich ein Feuerzeug direkt hier in der Kiste. Traumhaft. Damit geht's auf jeden Fall am schnellsten. Und dann haben wir einen knackigen Nether-In in unter 3 Stunden. Nicht schlecht, was ich hier fabriziere. Portal wird aktiviert. Dann kommt das Feuerzeug wieder weg. Wir gehen mit dem Trident lieber in der Hand jetzt in den Nether. 51 Brote, unseren Trident. Mehr brauche ich nicht. Wonach wir uns jetzt umschauen, sollte für jeden eigentlich klar sein. Wir brauchen eine Festung. Jungs, lasst mich in Frieden. Wobei ich aber ehrlich gesagt, ich kann mich auch zur Wehr setzen. Frisches Achievement. Also das macht schon richtig Laune. Mit dem Trident, das ist schon stark. Leute, das ist nicht mal weit von unserem Portal entfernt. Eine Festung. Ein, würde ich sagen, Jackpot für uns. Das ist dann doch schon richtig, richtig gut. Müssen es nur hinbekommen, da jetzt irgendwie stabil einmal rumzukommen. Könnte pro... Ah, nee, es geht. Ja, und jetzt ist halt das Ding. Wie machen wir das? Wir brauchen Enderperlen und wir brauchen Blaze Rods. Ich kann mir jetzt halt den Inventar voll machen mit Blaze Rods, brauche am Ende trotzdem Enderperlen. Aber eigentlich, wenn ich viele Blaze Rods dabei habe, ich glaube, der Way to go ist,
jetzt viele Blaze Rods mitnehmen, raus aus dem Nether, in der Overworld immer wieder einen Enderman killen, dann direkt ein Enderauge machen, das Auge werfen und den Stronghold erstmal locaten und dann im Stronghold immer wieder die Blaze Rods droppen und dort ein neues Portal machen und dann über dieses Portal immer wieder neue Enderperlen ranholen. Hat mir irgendwie, also hat das irgendjemand verstanden? Wenn nicht, ich glaube, ich weiß, was ich mache. Okay, aber die Festung sieht super aus. Sehr, sehr, sehr gut, dass wir uns da schon mal eine lange Strecke einsparen können. Wir haben auch glücklicherweise eine Menge Essen, was schon deutlich angenehmer ist. Nur trotzdem, wir haben halt jetzt auch keinerlei Blöcke aktuell. Ich glaube, wir sollten uns aber auf jeden Fall erstmal ein etwas kleineres, sicheres Abteil suchen. Sehr, sehr gut. Okay, und mit dem Trident sollten Blazes... Oh Gott. Auch übrigens ein Kinderspiel sein. Selbst wenn wir damit in den Melee gehen, sollten die sogar Tools sein. Also das ist unfassbar lecker. Das macht sich besser. Das macht sich halt wirklich besser, als wenn ich hier mit Bogen spielen würde. Und wir haben unsere Blaze Rods. Besser geht's nicht. Und guckt euch das mal an, was läuft. Drei Blaze Rods. Also, ernsthaft? Brutale Droprate jetzt zum Schluss. Jetzt haben wir viel zu viele. Aber wir haben genügend. 11 Blaze Rods. Ich bin an der Stelle fertig hiermit. Und jetzt ist halt die Überlegung. Klar, wir könnten jetzt Enderman uns vereinzelt immer in der Overworld suchen und einfach direkt den Stronghold suchen. Wir könnten aber auch direkt in den Warp Forest, beispielsweise jetzt 14 Enderperlen am Stück farmen, uns direkt Enderaugen machen und dann einfach durchspielen. Das Einzige, was uns davon halt nur abhält, ist die Tatsache, dass wir aktuell keinen Warped Forest haben und ich noch nicht so ganz genau weiß, wie ich das ändern kann. Da vorne haben wir in Source and Valley noch einen Crimson Forest. Also haben wir aktuell alle Biome im Nether, bis auf das eine, das wir brauchen. Mit einem Cleric geht das natürlich auch, ist nur unfassbar anstrengend. Also, boah, Leute, ihr wisst selber, wie lange das dann dauert. Alright, number one. Ja, danke dir dafür. Okay, hier ist unser Portal. Wir könnten nochmal hier genauer gucken. Oh ja, das ist fantastisch. Ich glaube, dort gehen wir direkt mal hin und starten mal was. Wir graben uns jetzt mal hier durch, um dort hinten in den Warp Forest reinzukommen. Kann jetzt eventuell ein bisschen anstrengend werden mit dem Trident im Gesicht. Oder ich baue mir jetzt einfach eine Treppe hier links so hoch. Okay, wir gehen jetzt in Richtung unseres Warp Forests. Den haben wir... leider kilometerweit von uns entfernt. Und wir sind unten im Warped Forest. Let's go! Genau so muss es sein. Und was wir jetzt machen werden ist, alle Blaze Rods zu Blaze Powder. Bauen uns hier stabil mal ein bisschen ein. Droppen das mal weg. Und ich sag, moin! Geben Sie mir Ihre Enderperle. Oder halt eben nicht. Enderperle Nummer uno. Und die Nummer 2. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, würde eigentlich erstmal sagen, ich nehme lieber die Enderperlen mit. Aber trotzdem können wir das schon mal ein bisschen hier um die Ecke bringen. Und das können wir ja auch dann jetzt direkt zu Enderaugen schon mal craften. Und nehmen, mal Enderaugen mit. Es ist so ein Grind, aber es funktioniert. Am Ende werden wir genügend Enderperlen haben, um hier unseren Laden hier voranzubringen. Und genauso soll es laufen. Oh, oh. Nicht den Stuff verbrennen, nicht den Stuff verbrennen! Souverän! Wow, da hatte ich kurz Angst. Weil so ein Gas mit Feuer, wenn der jetzt auf einmal das gesamte Blaze Powder und alle Enderaugen weghaut, ja, wäre jetzt nicht so gut. Schöner Doppeldrop. Let's go! Also, so langsam füllt sich das Konto mit unseren Enderaugen, aber leider verbrauchen wir eine Menge Brot. 10 Enderaugen, 9 Brote. Hoffen wir mal, dass wir es noch hinbekommen. Also, ich hätte vielleicht sogar gedacht, dass diese Challenge wesentlich länger dauert, aber dadurch, dass wir halt den Trident in so einer stabil schnellen Zeit bekommen haben, ey, das macht so viel Spaß. Das macht so viel Spaß, mit dem Trident das hier zu machen. Wenn ich jetzt mit der Hand oder so... Oh mein Gott. Pain. Boah, ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass ich nicht rechtzeitig hier reinkomme. Ich dachte so stucke und dann bin ich auf 6 Herzen nach dem zweiten Hit und so. Dann könnte es kriminell werden. Okay, das ist hart. Kein einziger Drop. Alter!
Was ist denn hier für ein Treffen? Zwölf Enderaugen haben wir mittlerweile zusammen, aber da sind noch so viele Endermen, die nehme ich jetzt nochmal mit, die letzten. Aber dann müssen wir jetzt hier wirklich abhauen. Alright, sehr gut. Nochmal zwei weitere Drops. Damit kann man definitiv arbeiten und ich glaube, mit 14 Enderaugen sind wir definitiv in der Lage, den Stronghold zu finden. Damit machen wir uns jetzt auf den Rückweg. Heißt, das Blaze Powder lassen wir jetzt tatsächlich hier liegen. Ja, wir lassen es liegen. Wir müssen jetzt hier irgendwie hoch uns eine Brücke bauen. Aber das kriegen wir an sich ja auch hin, wenn wir uns ein paar Blöcke für eine Treppe bauen. Zweiter Inventarslot sollte eigentlich auch gleich frei sein, weil Essen haben wir nicht mehr vieles. Und deswegen müssen wir unbedingt zurück zu den Dörfern und uns noch mehr Brot holen. Und das ist jetzt unser letztes Brot. Das heißt, wir müssen nochmal erst recht richtig, richtig gut aufpassen, was wir jetzt machen. So, jetzt aber schnell raus. Ich muss mich jetzt hier ewig durch so einen Berg gerade durcharbeiten. Wir müssen unbedingt was essen. Aber Le Portal sollte, glaube ich, dort vorne sein. Was, sie kann nicht mehr sprinten. Alright, das Enderauge ist, habe ich gerade ein Enderauge geworfen aus Versehen? Muss ich jetzt ein Auge werfen, um zu wissen, wo ich es hingeworfen habe? Okay. In die Richtung will ich eh gehen. Gut, dann. Wir kümmern uns jetzt natürlich um Minecraft durchspielen. Wir brauchen natürlich noch ein bisschen mehr Essen. Das Weizen ist in unserem alten Dorf mittlerweile fast aufgebraucht. Deswegen gehen wir in ein frisches Dorf. Schnappen uns nochmal stackweise stackweise Weizen. Und dann machen wir uns mit den Sachen, die wir jetzt aktuell zur Verfügung haben, auf die Reise in Richtung Stronghold. Der könnte aber rein theoretisch hier direkt um die Ecke sein. Unsere Koordinaten sind fast schon perfekt dafür. Schön nochmal Weizen mitnehmen. Wir müssen, dass wir einen Stack haben, damit wir auf jeden Fall mit Broten gar keine Probleme haben werden. Gut. Enderauge, was sagst du? Geht weiter. Okay. Enderauge, du bist der Boss. Und ich bin einfach nur ein blauhaariger, grauhäutiger, mit einem Trident um seinen Körper fliegender Minecraft-Spieler, der es schaffen möchte, den Enderdrachen zu besiegen. Oh, Enderauge geht zurück. Oh, das Runterbauen könnte eventuell ein bisschen anstrengend werden. Stronghold müsste ziemlich genau hier sein. In einem dieser vier Chunks, entweder in dem, dem, dem oder dem, werden wir den Starter Staircase finden. Und wir bauen uns dann jetzt einfach mal entspannt mit der Hand hinunter. Nein, keine Sorge, wir holen uns ganz kurz Holz und machen es dann mit Spitzhacken. So, dann heißt es einmal hier runter und fleißig craften. Na, dann hoffen wir, dass wir was finden werden. Verzeiht bitte den Trident. Ich biete euch mal hier das Replay an, damit ihr nicht diese unerträgliche POV gerade von mir habt. Oh, das ist der sogenannte Jackpot. Wir sind im Stronghold. Beim Starter Staircase. Wirklich absoluter Traum. Genauso soll es sein. Puh, wir sind ganz kurz davor, etwas ganz, ganz Großes zu schaffen. Eine Challenge, die eigentlich schon längst beendet werden hätte sollen. Jetzt mache ich das Ganze alleine noch schwieriger, wenn eben alles klar geht. Hoffentlich. Okay. Oh mein Gott, wir haben ihn. Jawoll! Weg mit den Enderaugen. Wir können jetzt ganz gemütlich, ja, gleich Minecraft durchspielen. Ein Szenario, das jetzt ganz, ganz, ganz ungeil werden kann, ist die Tatsache, wenn ich da durchlaufe und gleich auf der anderen Seite auf einer Insel spawne. Ich natürlich keine Blöcke aktuell habe und auch keine Enderperle. Deswegen müssen wir uns auf jeden Fall entweder jetzt noch um eine einzelne Enderperle kümmern, die beispielsweise jetzt in einer Kiste hier auf uns wartet. Hoffentlich. Leider nicht. Wird dann einfach ein bisschen Holz mitnehmen. Ja, oder wir holen ganz kurz den Cobblestone. Hiermit haben wir 40 Blöcke. Das sieht ordentlich aus. Damit können wir arbeiten. Okay, aber das Problem ist, wo ich mir jetzt eben nicht hundertprozentig sicher bin, ist, ob, ja, die Sachen, wenn ich sie jetzt durchwerfe, auf der anderen Seite landen werden. Deswegen, ich kann das Risiko eingehen bei Blöcken, aber meinen Trident lasse ich nicht jetzt um mich herum fliegen. Ich werde jetzt mit diesem Stuff da durchgehen. Hoffentlich spawnen die Cobblestones auf der anderen Seite. Und wenn nicht, dann hoffentlich kommen wir so einfach hinüber. Es wird Zeit, Minecraft durchzuspielen mit einer weiteren wunderbaren Challenge. Auf geht es in 3, 2, 1, go! Und oh mein Gott, zum Glück hat das geklappt. Weil ansonsten hätten wir ein großes Problem. Wir sind auf einer Insel gespawnt, aber haben halt zum Glück die Blöcke.
Alright, das hätte richtig krass nach hinten losgehen können. Jetzt heißt es einfach keine unnötigen Fehler machen. Ich glaube, sollten wir vielleicht aus Versehen mal einen Enderman angucken. Auch sehr, sehr gut, dass wir nochmal Blöcke für den Notfall mal wieder dabei haben. Ich baue mir mal sicherheitshalber hier ein Dach, falls ich mal einen Enderman angucken sollte. Und wir zocken jetzt mal, das kennt ihr, Minecraft durch. Und das funktioniert tatsächlich auch einfach mit einem Trident. Für mich auch eine etwas andere Situation, weil die Flugkurve ja doch nochmal ein bisschen anders ist. Oh, und ich hoffe, dass ich auch auf die ganz hohen mit ihm komme. Ja, sieht aber eigentlich ganz gut aus. Ja, man muss ein bisschen umdenken. Ist eine andere Flugkurve wie ein Pfeil. Aber das hier zum Beispiel funktioniert auch. Also so ein Trident mit Loyalty ist schon unfassbar krass, ne? Kleiner Vorgeschmack. Wir können aber heute tatsächlich keinen einzigen MLG machen. Also sollten wir einmal nach oben geschleudert werden, haben wir ein, wirklich ein großes Problem. Boah, ich habe irgendwie das Gefühl, dass der zu hoch ist. Ich komme da nicht ganz, also ich komme da wirklich nicht hoch. Ich habe nichts gesagt. Enderdrache. Es wird mal wieder Zeit. Na dann. Auf den Boden. Die ersten 25%. Und jetzt. Das ist also. Ja, wir haben 9 Attack Damage mit dem Kul. Leute, ich habe immer das Gefühl, dass ja, das ist ein Problem mit einem Trident mit Loyalty. Wenn der nämlich ins Void fällt, dann kommt der tatsächlich nicht mehr zurück. Ist problematisch, aber ihr kennt euren starken, absolut muskulösen und ja wirklich auch knallharten Streamer. Meine Fäuste sind geballt und dieses Brot ist auch in der Lage, den einen oder anderen Krümel oder besser gesagt Schaden auch nochmal zu verteilen. Deswegen komm her und hol dir diese Eisenfäuste ab. Die sind nicht ohne Grund die grau. Das sind steinharte Keulen. Oder eventuell pure Verzweiflung. Mal sehen, was das wird. Ja, yeah. Es musste ja so kommen. Nicht springen, nicht critten, Basti. Das war ein Reflex. Ja, das ist unfassbar guter Schaden, den ich hier mache. Sieht so aus, als hätte ich irgendwie 2007 hier versucht, Windows XP zu installieren auf meinem alten Windows Vista PC. Aber es geht, hä? Es geht voll klar. Also zum Glück haben wir halt die Kristalle schon weggemacht mit unserem Trident, weil ansonsten hätten wir hier jetzt ein großes Problem. Alright, der nächste Purge. Auf geht es. Bam. Also ich habe jetzt schon vieles aufgemacht. Aber den Enderdrachen mit der Faust. Naja, läuft. Enderdrache! Bitte flieg nicht nochmal weg. Das Video soll jetzt langsam auch zu Ende gehen. Ja, wir haben es gleich. Wir haben es nicht nur gleich. Wir haben es. Wir haben Minecraft durchgespielt. Mit einem Inventarslot und unserer Offhand. Ohne Probleme. Also, naja, abgesehen von unserem Trident, der eventuell jetzt im Void gelandet ist. Unfassbar stark, dass wir das in 4,5 Stunden durchgespielt haben. Ich hätte damit wirklich niemals hätte ich damit gerechnet, dass wir das in der Zeit schaffen. Also ich glaube, ihr auch nicht. Und wir haben das Ding souverän, wirklich souverän, clean runtergespielt. Mit der richtigen Taktik, mit den richtigen Überlegungen. Loyalty Trident war der Key. Und das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Sollte es euch auch eventuell ein bisschen Spaß gemacht haben, dann lasst doch unbedingt einen Like da. Abonniert den Kanal, ist ein einziger Klick und wird mich richtig unterstützen. Freue mich auf das nächste Video, auf den nächsten Livestream mit euch. Und hoffentlich auf weitere unfassbar nice Stunden, die wir in Minecraft verbringen können. Bis dann, macht's gut, haut rein und tschüss.